Grüß dich und herzlich willkommen im zwölften Türchen. Heute soll es um ein vermeintlich einfaches Thema gehen, nämlich das Coverbild deines neuen Releases. Wir haben ja ein ideales Produkt, einen idealen Song, eine Megaproduktion und die die Vorbereitungen für die Veröffentlichung erledigt. Das Video ist gedreht. Die Fotos sind geschossen und bearbeitet. Und nun braucht es auch noch ein tolles Cover, damit der Song dann in den digitalen Vertrieb gehen kann. Selbstverständlich ist das Single Cover auch die Vorderseite deiner physikalischen Single CD. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es durchaus Sinn macht, auch nach wie vor Tonträger herstellen zu lassen. Jetzt nicht nur für den Verkauf, sondern das ist auch eine Art große Visitenkarte, hm? egal ob Medienpartner, ob Veranstalter, eine CD und von mir irgendwie so in einem karton Stecktaschenformat format präferiert. Ja, so eine CD beziehungsweise überhaupt Tonträger, die finden den Weg nicht so schnell in den Müllkübel wie irgendeine Visitenkarte oder Autogrammkarte. Die CD stellt nach wie vor einen Wert da. Und ähm, auch wenn sie noch, wenn sie kaum mehr irgendwie dazu genutzt wird, dass man es dann im Player einlegt und, und sich die Musik anhört, das ist klar. Äh, weil ja jeder Streaming-Dienste oder YouTube oder was auch immer nutzt oder das Ganze auch per Link funktioniert. Ja. Aber das hat halt eben trotzdem eine Wertigkeit. Ja. So, was gehört nun rauf auf das Cover und auch was gehört nicht rauf? Ähm, mein Ansatz ist da immer, erstens, es braucht ein tolles Hinguckerbild, also etwas, das die Aufmerksamkeit erzeugt und zugleich auch die Erwartungshaltung zum Genre des Liedes unterstützt. Also nichts Hektisches zu einem ruhigen Song und, und vielleicht ist auch so eine idyllische und romantische Inszenierung nicht das Richtige für einen Partysong. Ja? Gut, dann zweitens, am besten soll es ein Foto von dir sein und noch besser ein Ausschnitt, der auch, auch deine Augen wirken lässt. Ich finde halt, wenn Augen von einem Cover runterschauen, ja, dann muss man auch zurückschauen und die Aufmerksamkeit ist halt dann da. Weißt du, was ich meine? So und drittens, ja, äh, sollte auch natürlich noch dein Name und der Songtitel rauf und zwar klar und und nicht verspielt. Es soll soll das hochwertige Foto ja unterstützen. Selbstverständlich kann mit Verläufen oder was auch immer gearbeitet werden oder mit kleinen grafischen Aufwertungen, äh, wie zum Beispiel etwas, was dann einen fahrtwirkenden Hintergrund verhübscht, ja? ähm, Einfach vielleicht auch einen Hingucker erzeugt. Ja? Aber neben dem Foto und dem Titel braucht nichts anderes mehr auf. Die Vorgaben der Vertriebspartner. Sind sogar ganz klar. Die sagen, der Interpret, der zu hören ist, der darf auch zu sehen sein. Titel und äh, auch noch eben der Interpret, mehr nicht. Es darf keine Werbung draufstehen. Also auch aufpassen, wenn ihr die Fotos macht, dass ihr da bei der Bekleidung, Capis oder wo auch immer, oder wenn ihr Outdoor, was macht, dass da keine Label-Logos oder was auch immer im Hintergrund zu sehen sind oder eben auf eurer Kleidung. Und was halt auch nicht drauf darf, ist dann zum Beispiel so ein Sticker, auch wenn es der Grafiker gut meint, so wie die neue Hit-Single oder so. Ne? Das ist alles Werbung und alles, was man unter Werbung einstufen kann, hat nichts verloren auf einem Cover für einen digitalen Release zumindest. Physisch. Ja, da kann man dann schon noch ein paar Sachen rauf machen. Aber eben, jetzt geht es vor allem um, um dieses Cover, das notwendig ist, das man anliefern muss für den digitalen Vertrieb. Also auch keine Links rauf, keine Telefonnummern, keine Preisangaben oder was auch immer. Äh, und natürlich über die technischen Vorgaben, ja, da müssen wir jetzt eh nicht sprechen, das weiß der Grafiker. Logisch, dass das in den richtigen... Auflösungen angeliefert werden muss. Und es darf halt auch, ja, in unserem Genre jetzt irgendwie fast der Selbstverständlichkeit, aber äh, es darf nichts Anstößiges zu sehen sein. Auch nicht, wenn es verpixelt ist oder was auch immer. Ja, also wichtig. So, wir arbeiten im Schlagerhimmel hier gern gut mit unserem <laughs> Grafiker Markus zusammen. Also, jetzt gleich mal ein Shoutout, großartige Arbeit, die du immer machst. Das klappt immer alles perfekt. Und ich kann das jedem nur ans Herz legen. Ja. Du weißt, Auch die Gestaltung der Rückseite dann bei der Single-CD mit allen nötigen Hinweisen, den Strichcodes, Logos und so weiter. Das muss auch richtig gut ausschauen und gut inszeniert sein. Und der Markus weiß, wie das geht. So. Was natürlich auch noch wichtig ist auf der Rückseite, die Kontaktdaten, ja, die sollten unbedingt drauf sein. Was auch noch eine Idee ist, vielleicht, wenn du Sponsoren auftreibst, dass du dann auf der CD hinten so einen kleinen Werbebanner platzierst. Sowieso immer eine gute Idee für alle Drucksorten, die man so hat als Künstler, auch immer Partner und Sponsoren zu suchen. Ähm, Vielleicht nochmal auch auf die Gefahr hin, dass ich mir wiederhole. Gerade als Newcomer ist der erste Eindruck so immens wichtig. Und bevor noch der erste Ton deines Liedes erklingt, erzeugt das Cover, dein Cover, bereits eine Einordnung. Und vor allem bei den wichtigen Medienpartnern. Und diese Einordnung, dieser erste Eindruck, das ist halt fast immer das Cover. Das ist das Erste, was man sieht. Also ganz wichtig, dass das immer hochwertig ist. Und vielleicht noch ein Tipp: Gute Covers funktionieren nicht nur in der Vollbilddarstellung, also richtig groß, oder wenn man es ausgedruckt oder wie auch immer vor sich hat. Sondern vor allem auch ganz klein. Ja, in einem Vorschaubild, zum Beispiel bei einer Playlist oder eben bei MPN. Ja. Zu mpn, was das ist und, und wofür wir das brauchen, dazu gibt es dann die Infos ähm, übermorgen. Morgen geht es dann um ein Thema, das auch wichtig ist für ein Release und leider von vielen vernachlässigt wird, nämlich um den Pressetext. Ja was da rein soll, wieder ein paar nützliche Gedanken, wie ich hoffe. So, für heute aber wieder meine Frage an dich. Wie siehst denn du das? Wer gestaltet denn deine Covers? Und du kannst gern die Leute, also deine Grafiker, die Leute, die da helfen, die dir da unterstützen, in den Kommentaren verlinken ist ja dann auch wieder eine Wertschätzung und, und eine Art Werbung für sie. Ein schönes Dankeschön, wie ich finde, ja, für die tolle Zusammenarbeit. Ja, das war's dann für heute. <laughs> Bis morgen dann für und Papa.